Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge magnetische Feldstärke. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was überhaupt Elektromagnetismus ist, bevor wir dann zur Definition der magnetischen Feldstärke kommen. Wir schauen uns das Überlagerungsprinzip an und zum Schluss lernen wir das Durchflutungsgesetz kennen. Nun, Elektromagnetismus kennen Sie wahrscheinlich von verschiedenen Anwendungen. Die naheliegendste ist praktisch ein Elektromagnet, das heißt, der kann, wenn Sie Strom einschalten, magnetische Materialien wie Eisen anziehen. Das wird natürlich ausgenutzt im Elektromotor, bei dem eben durch An- und Abschalten von Ströme der Motor sich magnetisch bewegen kann. Eine vielleicht nicht ganz so weit verbreitete Anwendung ist die beispielsweise Strommesszange. Hier wird praktisch Magnetfeld gemessen, was elektrischer Strom erzeugt, um mit diesem Magnetfeld herauszufinden, wie viel Strom in einem Leiter fließt. Ja, wie funktionieren all diese Geräte? Das wollen wir in unserer heutigen Folge einmal genauer kennenlernen. Dazu fangen wir erstmal ganz allgemein mit Magnetismus an, wie das vor rund 3000 Jahren schon entdeckt wurde. Da hat man nämlich festgestellt, dass es Magnetmaterialien gibt, die man als Kompassnadel benutzen kann. Und dabei dreht sich der magnetische Nordpol dieser Kompassnadel nach Norden. So ist es definiert, das heißt also, der Teil der Magnetnadel, der sich nach Norden dreht, das ist der magnetische Nordpol. Das bedeutet, wir wissen ja, dass sich gegensätzliche Magnetpole anziehen aus Versuchen. Und daher kriegen wir heraus, dass unser geografischer Nordpol tatsächlich ein magnetischer Südpol sein muss, damit ihr eben den magnetischen Nordpol der Kompassnadel anzieht. Merken Sie sich also, der geografische Nordpol ist im Wesentlichen ein magnetischer Südpol. Ja, eine weitere Definition ist, wir wissen ja, dass es Magnetfeldlinien gibt, an denen sich die Kompassnadel ausrichtet. Und diese Magnetfeldlinien haben auch per Definition eine Richtung. Und das ist so definiert worden, dass man sagt, sie verlaufen in Richtung, in der sich zum einen der Probemagnet ausrichtet. Das ist also praktisch, wie sich die Linie ergibt. Die Magnetfeldlinien ergeben sich eben dadurch, dass der Magnet sich entsprechend ausrichtet. Und zwar nicht dadurch, dass er angezogen wird. Denn in unserem Fall, wie in diesem Beispiel hier, würde der Nordpol der Magnetnadel nach Norden gezogen, aber der Südpol eben nach Süden. Und diese Kräfte heben sich gerade auf, sodass die Kompassnadel sich eigentlich im Magnetfeld nicht hin und her bewegen würde, sondern eben nur sich nach Norden mit einem Drehmoment ausrichtet. Sie dreht sich also nur in einem Magnetfeld. Das gilt zumindest in einem homogenen Magnetfeld. Und wenn wir weit genug von den Polen weg sind, kann man das in erster Näherung annehmen. Ja, eine weitere Definition müssen wir noch machen, nämlich die Richtung der Magnetfeldlinien. Und das ist so definiert, dass sie in Richtung des magnetischen Südpols eines Probemagneten zeigen. Also die Pfeile zeigen in die Richtung, in die unser Probemagnet seinen Südpol ausrichtet. Und das heißt, sie zeigen also praktisch zum Nordpol des Magnetfeld erzeugenden Magneten. Ja, nachdem wir uns diese Grundlagen einmal geklärt haben, kommen wir jetzt zum Elektromagnetismus. Der lässt sich relativ bequem nachweisen auf folgende Weise. Nehmen Sie einen Kompass und legen ihn so über ein Stück Draht, dass der Nordpol zunächst einmal ungefähr in Richtung des Drahtes zeigt. Wenn wir dann durch den Draht einen Strom schicken, dann stellen wir fest, dass sich die Kompassnadel dreht. Und zwar so, dass sie quer zur Stromrichtung zeigt.
Das bedeutet also, dass erstens elektrischer Stromfluss offensichtlich ein Magnetfeld erzeugt, das dann auch noch quer zur elektrischen Stromrichtung zeigt, so wie das hier angedeutet ist. Um genau zu sein und die Richtung des Magnetfeldes zu klären, können wir die rechte Handregel benutzen. Das heißt, wir machen Folgendes, wir machen eine Faust, lassen den Daumen in Richtung des Stroms zeigen und die Richtung der Finger, die zeigt uns dann an die Richtung des Magnetfeldes um den Strom I herum. Soweit zu diesen qualitativen Erkenntnissen. Man kann jetzt noch weiter Versuche machen und beobachten. Und dann stellt man fest, dass die Magnetfeldlinien kreisförmig um den linienförmigen Stromleiter herumlaufen. Es ist nämlich ganz egal, an welcher Stelle wir unsere Kompassnadel anbringen, sie verhält sich immer gleich. Außerdem stellen wir fest, dass die Feldstärke, die magnetische Feldstärke mit dem Abstand linear abnimmt. Das können wir später auch nochmal nachträglich mit einem anderen Gesetz beweisen. So, und aus diesen beiden Größen definieren wir die magnetische Feldstärke mit dem Buchstaben H. Und um einen Linienleiter herum ist die magnetische Feldstärke sehr einfach zu berechnen. Sie ist proportional zum Strom und umgekehrt proportional zum Abstand, sprich Radius R. Und dann kommt noch 2π für den Umfang hinzu, sodass die Formel lautet, magnetische Feldstärke H ist Strom I geteilt durch 2π mal R, der Abstand. Die magnetische Feldstärke wird angegeben in Ampere pro Meter. Insgesamt ist die magnetische Feldstärke eine Größe, die praktisch die Ursache für das Magnetfeld, nämlich den elektrischen Strom, vermittelt. Das heißt, sie ist ein Maß, der unmittelbar direkt mit der Ursache, dem elektrischen Strom, zusammenhängt. Ja, wenn wir mehrere Stromleiter haben, dann gilt das Überlagerungsprinzip. Also nehmen wir mal hier an, wir hätten 1, 2, 3 Ströme. Die unterschiedliche Dicke der Leiter soll andeuten, dass es sich vielleicht auch um unterschiedlich große Beträge handelt. Ja, und jeder dieser Leiter, jeder dieser Ströme, um genau zu sein, in den Leitern verursacht ein Magnetfeld. Und wenn wir uns an irgendeinen beliebigen Punkt im Raum anschauen, der einen Abstand R1 von dem Leiter 1 hat, R2 von 2 und R3 von 3 und so weiter, dann können wir das magnetische Feldstärke an dieser Stelle ausrechnen, indem wir zunächst einmal die Magnetfelder von allen drei Leitern an diesem Punkt ausrechnen und vektoriell überlagern. Das heißt, wir brauchen also zunächst einmal das Magnetfeld von unserem Strom 1, den der erzeugt, das ist unser magnetische Feldstärke H1. Sie zeigt genau in tangentialer Richtung, logischerweise, zum Abstand. Und genau dasselbe gilt dann natürlich entsprechend auch für die Feldstärke, die der Strom I2 hervorruft. Er zeigt dann halt hier in unserem Bild nach oben links. Und der Strom I3 ist vielleicht ein bisschen kleiner, der Abstand ist auch größer, ja, und darum zeigt er dann vielleicht, ist der Vektor vielleicht etwas kleiner. Wenn wir jetzt die Gesamtfeldstärke an diesem Punkt ausrechnen wollen, so müssen wir dann diese drei Vektoren vektoriell addieren. Vektoriell addieren ist wichtig, das machen wir grafisch, indem wir diese Vektoren praktisch aneinander setzen und dann können wir also die resultierende Magnetfeldstärke einzeichnen. Ja, mathematisch gesehen heißt es, die Magnetfeldstärken an jedem Punkt addieren sich vektoriell, sodass also die Feldstärke an einem Punkt die Summe aus den einzelnen Magnetfeldstärken vektoriell addiert ergibt, die durch die einzelnen Ströme hervorgerufen werden. Ja, wir kommen nun zum Durchflutungsgesetz
und stellen uns wieder einen Fall vor, dass wir nicht nur einen Stromleiter, sondern mehrere haben. Hier in diesem Fall haben wir 5 unterschiedlich starke Ströme, die jetzt alle in einer Richtung fließen. Und um uns in Zukunft die Rechnerei leichter zu machen, können wir diese Ströme zusammenfassen zur sogenannten Durchflutung. Das heißt, wenn wir diese Ströme addieren, also die Summe aller Ströme bilden innerhalb eines Umkreises, dann nennen wir diese Größe Durchflutung. Und ganz wichtig, es gilt das sogenannte Durchflutungsgesetz, dass diese Durchflutung praktisch ein Maß für die elektrische Feldstärke, für die magnetische Feldstärke ist. Und es gilt, die Durchflutung ist gleich das Ringintegral des magnetischen Feldes über den Weg. Das heißt, Ringintegral H von S dS. Ringintegral wird gekennzeichnet durch diesen Kringel im Integralzeichen. Was bedeutet das? Ringintegral heißt, dass man einmal um die gesamte Ströme in diesem Fall herumfährt. Ich habe mal einen beliebigen Integrationsweg eingezeichnet. Und wenn wir jetzt auf diesem Weg das Ringintegral bilden wollen, so müssen wir also zu jedem kurzen Abschnitt ds, der hier eingezeichnet ist, an diesem Punkt das Magnetfeld messen, nehmen, mit dem Weg mit dem Infinity, diesen kleinen Weg multiplizieren und das für jeden Wegabschnitt durchführen, aufaddieren und auf diese Weise praktisch dieses Integral bilden. So, wenn wir das machen, wenn wir also H mal S in kleinen Schritten einmal herum um alle Ströme machen, dann gilt das Durchflutungsgesetz, das besagt, dass dieses Integral genau die Durchflutung ergibt. Das heißt, durch das Integrieren einmal um einen Strom herum oder eine Anzahl an Strömen herum, können wir unmittelbar ausrechnen, wie groß der Gesamtstrom ist, der durch diese Fläche hindurchgeht. Und zwar unabhängig davon, auf welchem Wege wir um diese Ströme herumfahren. Ob wir nah dran oder weiter weg sind, ist wurscht egal. Das Magnetfeld ist weiter weg vielleicht kleiner, dafür ist dann entsprechend auch der Weg vielleicht wieder länger. Insgesamt können wir durch dieses Aufintegrieren praktisch ausrechnen, wie der Strom ist, auch wenn wir ihn vorher nicht kennen. Und das Durchflutungsgesetz ist letzten Endes die Basis für das Messprinzip einer Stromzange, das ich Ihnen ganz zu Anfang gezeigt habe. Das heißt, wenn wir also das Magnetfeld bestimmen, dann wissen wir automatisch, wie viel also in diesem Umkreis an Strom fließt, obwohl wir den Strom nirgendwo anders messen. Ja, das ist ein wichtiges Grundgesetz. Vor allem vereinfacht es sich dann noch, wenn die magnetische Feldstärke auf dem gesamten Weg konstant ist. Also wenn wir zum Beispiel um einen Strom herum in einem Kreis herumfahren, dann gilt, dass die Durchflutung praktisch H mal L ist. Also wir rechnen dann einfach die Länge, die wir herumfahren, mal das Magnetfeld, was dann auf diesem Weg herrscht. Ja, damit möchte ich für heute schließen. Ich bedanke mich für Ihre Zuhören. Bis zum nächsten Mal.